Hallöchen, du strahlst ja. Ja, ich freue mich über die Kamera. Ich freue mich über die Situation jetzt gerade. Wir uns auch. Darf meine Freundin dazu kommen? Ja, wenn sie sich traut, gerne. Das wird super. Werdet uns jetzt Fragen stellen? Das hast du gut erkannt. Außerdem war 2022 das Jahr der Klimaaktivisten. Bitte. Mein Puls ist bei 180, wenn ich an diese Klimaaktivisten denke. Ich habe schon so einen Kanister Wasser hinten im Kofferraum, wenn ich mit dem Auto bin und die sehe, weil das ist ja sonst alles andere, ist ja Körperverletzung, aber wenn ich kaltes Wasser über die schüttele, die Minusgrade werden dann den Rest machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag und ich hoffe, ich sehe einer von diesen Klimaaktivisten. Oh nee, das, ja, das ist natürlich ein Thema. Wenn dich ein Spieler gefragt hätte, ob die Mund-zu-Geste machen sollen, was hättest du dem geraten? Halt die Fresse und spiel Fußball. Ah ja. Ich fand es ein bisschen billig, also hätten sie auch lassen können. Ich, um Gottes Willen, ne? Also LGBT, hey und so. Ne? Bitte, ich was? Wie heißt das? Wie heißt er? LGBTQ? Kein Plan, Mann. Das ist der Prince von England. Die Frau von der Queen oder so, ne? Die haben echt einer Queen hinterher getraut. Die Frau ist 100 Jahre alt geworden. Ich mach 3 Kreuze an die Wand, wenn ich 50 werde. Guck. Findest du, es sollte eine Wehrpflicht für Frauen geben? Eine Wehrpflicht? Wehrpflicht. Wehrpflicht, was ist das denn? Das ist... noch nicht auffilmen. Keine Sorge. Noch nie gehört? Noch nicht, nein. Das ist, wenn man für eine gewisse Zeit zur Bundeswehr muss. Okay. Das heißt dann offiziell Wehrpflicht. Ach so, was ich davon halte. Genau. Ja, es wäre doch perfekt. Oh, echt? Wenn die Frauen halt auch so eine Wahl haben würden. Nee, eben keine Wahl. Die Frage ist, ob Frauen verpflichtend zur Bundeswehr sollten. Was meint ihr? Ja, nee. Warum nicht? Ja, weil ich glaube, Frauen haben... Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin jetzt nicht feministisch oder so, aber die haben einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. So. Du meinst also, die können das nicht? Doch, die können das auf jeden Fall, aber es sollte nicht so sein unbedingt. Macht Sinn. Stell dir vor, du müsstest 2 Jahre zur Bundeswehr. Okay. Findest du gut? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Warum nicht? Oh. Wenn man diese Wahl hätte? No, man hat keine Wahl, wenn es verpflichtend ist. Welchen Job würdest du bei der Bundeswehr machen, wenn du jetzt hin müsstest? Boah, ich wäre in der Luftwaffe. Aha, was macht man da? Rumfliegen. Klingt nach einem Plan. Macht ihr was am Valentinstag? Ja. Ah, super, die Romantiker. Was macht ihr denn? Oh, einfach nur zu Hause rumhängen. Wow, romantisch. Was ist denn das Schönste, das du deiner Freundin bis jetzt geschenkt hast? Das musst du sagen, ja. Ein selbstgeschriebener Brief. Ach echt? Ich? Ja. Hast du schon wieder vergessen, ne? Feiert ihr denn heute noch? Im Team zu zweit, im Bett, genau. Ja. Oh. Ja. Oh lala. Hast du schon mal ein Valentinsgeschenk bekommen? Ja. Verrätst du uns, was das Beste war? Also das Beste war damals die Unterhosen, bin ich ganz ehrlich. Ach, Unterhosen? Kommt das nicht direkt hinter Socken? Bitte? Ja, Socken sind ja Standard. Aber die Unterhosen waren genau die, die ich wollte. Ah, okay. Das ist natürlich mega. Ja, das stimmt. Was ist denn das Beste, was man einer Frau schenken kann? Schmuck. Ja, das geht immer. Was genau? Ja, weiß ich nicht. So ein Halsband oder so. Ein Halsband? Für mich? Ja. Doch, sehr gute Idee. Also hier, ihr paar Pappenasen, seid ihr niemals von TV Total. Meinst du nicht? Nö, meine ich nicht. Klar. Und was deiner Meinung nach besser? Marihuana oder Alkohol? Alkohol ist immer besser. Normal, frei saufen. Ah ja. muss, Party. Stimmung. Glaubst du, dass wir über das Thema kulturelle Aneignung mehr diskutieren müssen? Brauche ich ja nicht, ne? Ach so, nee. Ich eigne mir ja meine eigene Kultur an. Ja. Stimmt. Bist du Chinese? Nee, eigentlich Koreaner. Na gut, das wird mal gelten. So, du zählst mal von 500 rückwärts bitte, aber nur die ungeraden Zahlen. Das kann ich auch so nicht. 597. 97! So startest du bei 500? Du solltest bei 500 anfangen, ne? Wusstet ihr, dass heute der internationale Tag der Komplimente ist? Gibt's denn da zu lachen? Für den habe ich kein Kompliment. Oh, wieso nicht? Weil er scheiße aussieht. Ja, sehr freundlich. Haben Sie denn schon mal ein Kompliment bekommen? Ja, gestern, als ich gut gesungen habe, im singenden Holunder. Was? Dann singen Sie doch mal. Ich hab dich längst nicht mehr gesehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hab so manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Könnt ihr euch mal ein Kompliment machen? Sag mal was. Siehst cute aus heute in deinem Body. Oh, so cute. Voll nett. Können Sie folgenden Satz vervollständigen? Ich liebe deinen Pünktchen. Dein Kopf.
Das ist unverfänglich, ne? Ja, allerdings. Hallo. Hallo. Sie sind ja schon vermummt, da brauchen wir Sie ja gar nicht mehr zu verpixeln. Doch, besser ja. Besser ja? Können ja. Sie mir mal erklären, was das hier eigentlich ist? Das ist eine Demo. Erklär doch mal, was machst du hier? Was ist Lützerath für dich? Ich bin das erste Mal hier, musst du Sie fragen. Also ich wollte sagen, dass es hier eigentlich nichts bringt. Also das Problem ist real. Also es bringt nichts, aber du bist hier. Ja, ja, mir gefällt das einfach so ästhetisch. Was ist das denn für ein kleines Schild? Da sieht doch kein Mensch was da drauf. Ja, größere Pappe war nicht zu Hause, Entschuldigung. Jetzt ist Greta Thunberg ja heute hier, habe ich gehört. Was machst du, wenn die jetzt hier vorbeikommt? Es gibt nur eine Greta Thunberg. Und die ist super. Ich würde mich auch noch anschreien. Mir wird ja echt genug geschrien. Pariser Klimaabkommen. Und da hat man sich eigentlich erst auf 2 Grad geeinigt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, die 1,5 steht eher für 1,5 Promille, oder? Die wollen sie erreichen. Das ist von mir ein Bier. Und da können wir jetzt zusammen anstoßen, wenn Sie wollen. Ich habe nämlich auch noch eins. Und dann erreichen wir die 1,5 zusammen ganz schnell. Auf die 1,5. Auf die 1,5. Promille. Prost. Prost. Was glaubt ihr denn? Seit wann gibt es das Handy? Welches Handy? Welches? Na, das zum Telefonieren. Wie lange gibt es das schon? Ein Handy? Mhm. Boah, seit 1992. Okay. Wollt ihr uns mal verraten, welche Nachricht ihr als letztes bekommen habt? Die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, das war gerade eben. Ja? Das war von Justin. Der meinte so, dass er vielleicht gleich vorbeikommen wollte. Ja, ja, der Justin. Anderes Thema. Ab 2023 soll es ja nur noch E-Handys geben. Was haltet ihr davon? Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Das mit den Autos ist schon scheiße. Mit den Autos? Das mit den Handys. Wenn das wirklich kommen sollte, wäre ein bisschen übertrieben, nach meiner Meinung nach. Naja, und sind Sie auch bei Tinder? Niemand. Wir sind doch Zielgruppe. Niemand schon gehört. Ihr seid aber bei Tinder. Nein, Digga, Tinder ist wirklich ein Arsch. Ganz also legit. Okay, du bist aber bei Tinder. Nö. Und was ist dein Erfolgsspruch beim Flirten? Hi, wie alt bist du? Hä? Direkt, wie alt bist du? Fertig. Ja, das ist der erste. Direkt, wie alt bist du? Fertig. Verstehe. Und was ist das schönste Kompliment, was Sie jemals bekommen haben? Dass Sie sind eine feine, nette, niveauvolle Dame oder Frau. Aha. Ja, nicht wegen meiner Busen. Wie jetzt? Entschuldigung. Was gibst du für etwas zu viel Geld aus? Das ist eine schwere Frage. Für Süßigkeiten. Süß. Und worauf könntet ihr gar nicht verzichten? Na? Auf die Kneipe. Doch. Dann setzt du mit mir auf eine Bank und trinkst trotzdem Bier. Das wird ausgestrahlt hier. Auf jeden Fall. Nenn mir mal 3 Sachen, auf die du nicht verzichten kannst. Okay, Vitamine, mhm. Warme Kleidung, ja. Und Lakritz. Ach, echt? Hallo. Von wem kommen Sie? Von ProSieben natürlich. ProSieben ist nicht mein Sender. Warum? Der macht Reklame. Reklame? Reklamesender gucke ich nicht. Oh, Sie feiern aber die Krönung von King Charles, oder? Die Krönung von King Charles? Ja, wie schön. Ja, finden wir auch. Was halten Sie denn davon? Ich freue mich für ihn, dass er in seinem hohen Alter noch gekrönt werden darf. Ich hoffe, er erlebt es noch, aber... Wenn er nach seiner Mama kommt, dann wird er es ja noch schaffen. Dann hat er ja noch ein paar Jahre vor sich. Wollen wir es hoffen. Donnerstag, 23.15 Uhr im ZDF, Markus Lanz. Wer ist das denn? Hä? Okay. Kenn ich auch nicht, nein. Das ist eine politische Talkshow. Oh Gott, da bin ich wieder raus, ne? Tja. Bei Politik. Ist nicht deins, ne? Nee. Und interessierst du dich für Markus Lanz? Kommt auf die Themen an, aber ich guck mir dann lieber Dokumentation über Serienkiller an. Was? Okay, schnell weg hier. Ein ganz heißer Tipp, immer mittwochs, 20.15 Uhr, TV Total auf ProSieben. Ja. Wie ja? Guckst du das? Ja, guck ich auf jeden Fall noch. Nicht mehr, würde ich sagen. Warum nicht? Mit dem Piff Puff, wie er heißt. Piff Puff? Nee, finde ich es nicht mehr so gut, bin ich ehrlich. Wie finden Sie TV Total? Ah nee, da stehe ich nicht so drauf. Nee? Ich auch nicht. Nein. Ist auch, glaube ich, erst ab 22 Uhr oder so. Und da liege ich am meisten schon im Bett, weil um 3:45 der Wecker klingelt. Ach du Scheiße. Und auf was für Humor stehen Sie so? Immer raus damit. Sascha Grammel. So, ich habe genug gehört für heute. Ihr nochmal zum Abschied? Hä, wo sieht man das denn jetzt? Was ist das? Das ist ein Mikro. ProSieben? Oh mein Gott! Bei welchem Sender denkst du? Hä, ProSieben?
Ja, heftig, ne? Total heftig, ja. Und damit tschüss.